Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuerscheinungen für den Juli geben. Ich habe mir da wieder ein paar Bücher rausgesucht und was das für Bücher sind, das zeige ich euch jetzt. Und wie immer gilt, ich zeige euch die Daten von den richtigen Büchern und nicht von den E-Books. Es kann sein, dass die E-Books teilweise schon erschienen sind. Und ich würde sagen, legen wir los und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Hallo ihr Lieben, das richtige Video geht gleich weiter, aber ich habe 3 Bücher vergessen. So, es passiert mir ja immer bei den Neuerscheinungen und ich habe es jetzt beim Schneiden aber gemerkt, dass ich diese 3 Bücher vergessen habe, denn ich habe den falschen Spickzettel benutzt. Ich schreibe mir immer alle Neuerscheinungen auf einen Zettel und orientiere mich dran und ich habe den dann nochmal überarbeitet, den Zettel, und habe 3 Bücher dazu geschrieben und habe den alten Zettel aber genommen, wo diese 3 Bücher nicht drauf standen. Und deswegen kriegt ihr jetzt nochmal fix 3 Bücher, die ich eben vergessen habe. Und noch eine kleine Info, ich fange gleich im Video mit Beautiful Liars Teil 2 an. Das sollte ursprünglich am 1. Juli rauskommen, ist jetzt aber schon Ende Juni mit erschienen. Das heißt, dieses Buch zählt rein theoretisch jetzt nicht mehr mit in den Juli, sondern eigentlich mit in den Juni. Aber jetzt habe ich es halt einmal mit im Video, deswegen lassen wir es jetzt auch einfach mal mit drin. Und ja, kommen wir mal zu den 3 Büchern, die ich vergessen habe. Und zwar wäre das erste, ich muss mich mal irgendwie ein Stückchen rüberlehnen, dass ich euch das Buch hier einblenden kann. White Maze von June Perry. Das ist ein Science-Fiction-Jugendroman und ich habe dieses Buch auch schon gelesen. Ich darf aber die Rezi dazu natürlich erst am Veröffentlichungstag am 13. Juli online stellen. Die kommen dann auch am 13. Juli online, diese Rezi, denn wie gesagt, ich habe sie schon mit abgedreht. Und ja, ich lese euch aber trotzdem mal vor, worum es in White Maze geht, denn ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich lese euch jetzt hier mal vor, worum es in White Maze geht, denn ich fand das Buch richtig gut und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und ja, Video kommt am 13. Juli, aber jetzt ist mal der Inhalt. Mit einem Schlag endet Vivians sorgenfreies Leben. Ihre Mutter Sophia wurde ermordet. Die erfolgreiche Game-Entwicklerin stand kurz vor dem Release eines bahnbrechenden Computerspiels. White Maze wird mit dem neuartigen Lucent Kontaktlinsen gespielt. Dank ihnen erleben die Spieler virtuelle Game-Welten mit allen Sinnen. Aber warum zerstörte Vivians Mutter kurz vor ihrem Tod die Prototypen der Linsen? Zusammen mit dem schulbekannten Hacker Tom will Vivian den Mord an Sophia aufklären. Dazu muss Vivian selbst Lucent-Linsen einsetzen und tief in die virtuelle Welt eintauchen. Doch dort ist es für den Mörder ein leichtes, die falsche Realität nach den Spielregeln zu manipulieren. Kann Vivian ihren eigenen Gefühlen vertrauen, wenn alles, was sie sieht, hört, riecht und schmeckt, bloß Lüge ist? Ich kann nochmal sagen, dass das Buch mir wirklich richtig gut gefallen hat und es ist ein schönes Science-Fiction-Jugendbuch und ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, White Maze erscheint am 13. Juli und ich werde hier gerade heller, dunkler irgendwie, warum auch immer. Das zweite Buch, was ich vergessen habe, ist Heliopolis von Stefanie Hase, erscheint am 24. Juli und auch hier lese ich euch kurz mal vor, worum es in diesem Buch geht. Akasha ist die Prinzessin von Heliopolis. An ihrem 16. Geburtstag wird sie eine der 8 magischen Gaben erhalten und mit Rias vermählt werden. Doch Akasha bekommt nur das leere Zeichen in den Nacken gebrannt. Keine Gabe, keine Magie. Zu allem Überfluss droht nur noch die Hochzeit mit dem arroganten Dante. Um den Makel auszumerzen, schickt ihr Vater sie in einer wichtigen Mission auf die Erde. Dort soll die 16-jährige Haley eine Ausstellung mit antiken Artefakten organisieren. Aber wieso versteht sie plötzlich Sumerisch? Und warum kann sie Keilschrift lesen? In ihrem spannenden Doppelroman um Akash und Haley entführt Stefanie Hase ihre Leserin erneut in eine Welt voller Magie, in der nicht so ist, wie es zunächst scheint. Heliopolis ist der erste Teil einer Dilogie und ich finde, das klingt eigentlich ganz, ganz interessant vom Ansatz her. Deswegen habe ich es auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben, dann beim zweiten Mal, wo ich es gefunden hatte. Und ja. Wie gesagt, erscheint am 24. Juli und das letzte Buch, was ich vergessen habe, erscheint ebenfalls am 24. Juli und heißt Bernsteinstaub. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Warum kommt es uns manchmal so vor, als ob die Zeit unterschiedlich schnell vergeht? Ophelia hat sich darüber nie wirklich Gedanken gemacht, bis sie eines Tages beginnt, die Zeit zu sehen. Denn Ophelia ist eine Zeitlose und besitzt die seltene Gabe, die Zeitströme zu beeinflussen. Doch kaum hat sie von diesen Fähigkeiten erfahren, spielt die Zeit plötzlich überall auf der Welt verrückt. Gemeinsam mit dem mysteriösen Leander muss Ophelia die Ursache für das Zeitchaos finden. Dabei kommen sie einem Geheimnis auf die Spur, das die gesamte Welt der Zeitlosen auf den Kopf stellen wird. Und ich finde auch hier, dass das Buch wirklich interessant klingt. Ich mag ja solche Zeitgeschichten und ja, deswegen habe ich Bernsteinstaub auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben. Und wie gesagt, falls es euch interessiert, erscheint ebenfalls am 24. Juli. Und ja, jetzt habe ich hier genug zwischengequatscht und jetzt geht es mit dem eigentlichen Video weiter und ja. Sorry, ich bin im Moment wirklich ein bisschen verpeilt, aber so ist das nun mal und ja, viel Spaß noch beim Video. Fangen wir mit dem ersten Buch an, was direkt am 1. Juli erscheint und zwar ist das der zweite Teil von Beautiful Liars. Ich kann euch hier zum Inhalt nichts sagen, da
ich euch spoilern würde. Ich habe das Buch auch nicht gelesen, den ersten Teil, aber ich dachte, es interessiert vielleicht den einen oder anderen von euch. Deswegen 1. Juli, Beautiful Liars 2. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint ab 3. Juli und auf dieses Buch freue ich mich schon so, denn es ist der dritte Teil der Diamonds for Love Reihe und dieser Teil heißt, einmal abspicken, Entflammte Sehnsucht. Und in diesem dritten Teil geht es um Pippa Bennett. Das ist die älteste Schwester dieser neun Kinder und Pippa hat man schon in den ersten beiden Teilen kennengelernt. Man weiß schon, was bei ihrem Vorfeld so passiert ist, dass sie gerade eine Scheidung hinter sich hat und eigentlich auch keinen Bock mehr auf Männer hat und eigentlich ihre jüngeren Schwestern verkuppeln will. Aber das Leben hat natürlich seinen eigenen Plan und ich lese euch jetzt mal vor, worum es im dritten Teil von Diamonds for Love geht. Eigentlich wollte es Pippa Bennett in Sachen Liebe langsam angehen lassen und zuerst ihre Scheidung verarbeiten. Aber die Liebe hat ihre eigenen Regeln. Irgendetwas hat der Witwer Eric Callahan an sich, dem sie sich nicht entziehen kann. Er ist attraktiv, witzig und ein fürsorglicher Vater. Und gegen das heftige Knistern zwischen ihnen kommt sie einfach nicht an. Doch dann erfährt sie, dass Erics Zeit in San Francisco begrenzt ist. Wird es Pippa gelingen, für ihre Liebe zu kämpfen? Und ich finde, das klingt ganz, ganz toll und wie gesagt, man kennt Pippa schon aus den ersten beiden Teilen und weiß, dass sie ein ganz, ganz toller Mensch ist und dass sie ein großes Herz hat und ich bin schon so auf die Geschichte gespannt und freue mich dann schon sehr auf den dritten Teil von Diamonds for Love. Jetzt machen wir mal einen riesigen Zeitsprung zum 20. Juli und das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ich habe keine Ahnung, Leute, ob dieses Buch am 20. Juli jetzt erscheint. Es ist bei Amazon immer noch gelistet für den 20. Juli, man kann es aber nicht mehr vorbestellen. Es steht einfach nur da, derzeit nicht verfügbar. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob dieses Buch nun erscheint. Ich habe auch leider vom Verlag hin auf meine Frage, was das betrifft, keine Antwort bekommen. Also ich kann es euch nicht sagen. Und zwar geht es um Batman Nightwalker. Das ist der zweite Teil der DC Icons Reihe und geschrieben ist dieses Buch von Mary Lou. Und ich freue mich schon riesig auf dieses Buch. Und ja, wie gesagt, ich habe vom Verlag leider keine Antwort bekommen, was da nun genau los ist. Also ich weiß nicht, ob dieses Buch jetzt am 20. Juli erscheint oder nicht. Da kann ich euch wirklich nichts dazu sagen, ob das jetzt kommt oder nicht. Ich lese euch aber trotzdem mal vor, worum es in dem Buch geht, denn wir sind mal guter Dinge und hoffen einfach, dass dieses Buch erscheinen wird. Bruce Wayne, 18, Millionenerbe des Imperiums seiner verstorbenen Eltern, gerät auf dem Heimweg von seiner Geburtstagsparty in einen Polizeieinsatz und nimmt die Verfolgung des Täters auf. Der Täter, Mitglied der hochkriminellen Nightwalker, der Bruce' Heimatstadt Gotham City terrorisieren, wird gefasst. Bruce jedoch wegen seines Einmischens zu Sozialdienst verurteilt, und zwar ausgerechnet im Hochsicherheitstrakt des örtlichen Gefängnisses. Dort trifft Bruce auf die gleichaltrige Madeleine. Obwohl sie zu den Nightwalkern gehört, funkt es zwischen den beiden gewaltig. Doch dann wird Bruce selbst zur Zielscheibe der Nightwalker. Um zu überleben, ist Bruce auf Madeleines Hilfe angewiesen. Doch auf welcher Seite steht sie wirklich? Und ich finde, das klingt mal nach einem ganz, ganz tollen Ansatz von Batman und deswegen freue ich mich auch schon auf dieses Buch, aber ob es kommt oder nicht, ich habe keine Ahnung. Falls ihr mehr wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Bei dem nächsten Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich dämlicherweise vergessen, den Untertitel aufzuschreiben. Aber ihr seht es ja hier drüben eingeblendet, dann dürftet ihr auch den Untertitel sehen. Dieses Buch heißt auf jeden Fall Elias und Lyra und es ist so eine Meeresgeschichte. Ich vermute mal, es geht dort um Sirenen oder ähnliches. Ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Lyra ist die Tochter der Meereskönigin. Jahr für Jahr ist sie dazu verdammt, einem Prinzen das Herz zu rauben. Doch dann begeht sie einen Fehler und ihre Mutter verwandelt sie zur Strafe in die Kreatur, die sie am meisten verabscheut. Einen Menschen. Und sie stellt Lyra ein Ultimatum. Bring mir das Herz von Prinz Elian oder bleib für immer ein Mensch. Elian ist der Thronerbe des mächtigsten Königreiches. Doch das Meer ist der einzige Ort, an dem er sich wirklich zu Hause fühlt. Er macht Jagd auf Sirenen, vor allem auf die eine, die so vielen Prinzen bereits das Leben genommen hat. Als er eines Tages eine junge Frau aus dem Ozean fischt, ahnt er zunächst nicht, wen er da an Bord geholt hat. Bald wird aus Misstrauen jedoch Leidenschaft und das Unerwartete geschieht. Die beiden verlieben sich ineinander. Und ich finde, das klingt nach einer richtig süßen Geschichte. Und ich denke, dass das eine gute Jugendgeschichte sein könnte. Und ja, deswegen wollte ich euch das Buch auf jeden Fall nochmal mit zeigen. Wie gesagt, erscheint am 20. Juli. Bei dem nächsten Buch, auf das ich mich wahnsinnig gefreut hatte, ist es jetzt offiziell bestätigt worden vom Verlag. Ich habe den Verlag angeschrieben, ich habe den Verlag gefragt, ob dieses Buch erscheint. Dieses Buch wird nicht erscheinen. Ich verstehe da aber auch leider nicht, warum der Verlag es nicht einfach von der Internetseite jetzt runternimmt. Es geht um den zweiten Teil von Stormheart von Cora Carmack. Viele wissen ja, dass Cora Carmack erkrankt ist und ihre Bücher aktuell nicht schreiben kann weiter. Und der Verlag hat dieses Buch aber immer noch angekündigt für den 23. Juli, auch auf der Internetseite von Amazon zum Beispiel. Man kann dieses Buch dort noch vorbestellen, obwohl es definitiv nicht erscheinen wird und das verstehe ich leider Gottes wirklich nicht, weil viele verlassen sich ja auch darauf, was da steht. Und ja, dieses Buch wird auf jeden Fall nicht erscheinen, falls es Leute da draußen gibt wie mich, die sich da riesig drauf gefreut haben. Dieses Buch wird leider nicht
kommen. Es steht noch in den Sternen, wann dieses Buch mal erscheinen wird. Und genauso ist es mit dem dritten Teil. Und genauso verhält es sich mit dem vierten Teil der Forever Love-Reihe. Dieses Buch wird definitiv auch nicht im Dezember erscheinen. Ich glaube, es steht auch noch im Internet auf der Seite, dass es im Dezember rauskommt. Aber das wird höchstwahrscheinlich auch nicht passieren. Finde ich voll doof. Und ich finde es auch doof, dass die Verlage die Bücher dann nicht von der Seite nehmen. Weil man kriegt dadurch irgendwie falsche Informationen. Naja, egal. Lassen wir das. Ja, wie gesagt, Stormheart 2 erscheint nicht am 23. Juli, ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Das nächste Buch, was ich euch dafür zeigen möchte, erscheint am 25. Juli und auf dieses Buch freue ich mich auch schon, denn es ist der zweite Teil der Königreich der Wälder-Reihe und zwar Auf immer gefangen von Erin Summerill. Und ich freue mich da schon riesig auf dieses Buch. Zum Inhalt kann ich euch nichts sagen, da ich euch spoilern würde, da der zweite Teil direkt an den ersten anknüpft. Freue mich auf jeden Fall schon auf die Geschichte und ich werde dieses Buch definitiv im Juli mitlesen, denn ich bekomme es netterweise vom Verlag zugeschickt, da freue ich mich riesig drauf und ja, bin gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Das nächste Buch erscheint nochmal am 23. Juli. Ich versuche das immer in Reihenfolge zu machen, aber irgendwie ist das in die falsche Zeile hier auf meinem Zettel gerutscht. Auf jeden Fall am 23. Juli erscheint noch Palace of Fire, der dritte und letzte Teil der Palace-Reihe. Ich habe keine Ahnung, wie die Reihenbezeichnung ist von dieser Reihe. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es der dritte Teil zu Palace of Glass. Hier freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe den zweiten Teil ja aktuell noch nicht gelesen. Ich denke mal, ich werde den zweiten Teil dann auch kurz vom dritten lesen, dass ich die dann hintereinander weglesen kann. Und ja, freue mich dann schon drauf, die Geschichte weiterzulesen. Und ich bin so gespannt, was da alles noch passiert mit den Magdalenen und Rebellion und wuhu. Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, der dritte Teil erscheint auf jeden Fall am 23. Juli. Und ich freue mich schon sehr drauf. Zum Inhalt kann ich euch auch nichts sagen, weil fortlaufende Geschichte und so. Damit wären wir beim letzten Datum angekommen vom Juli und zwar alle Bücher, die jetzt kommen, erscheinen am 27.07. und das sind, glaube ich, alles Bücher aus dem Lux Verlag, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, es müssten alles Bücher aus dem Lux Verlag sein, wenn ich hier so auf den Zettel gucke. Ja, wie gesagt, diese Bücher erscheinen alle am 27.07. Ich werde euch ein paar davon jetzt nochmal genauer vorstellen und wir fangen an mit Queen and Blood. Das ist der zweite Teil der... wie heißt diese Reihe? Das ist auf jeden Fall der zweite Teil zu Bird and Sword von Amy Harmon, Queen and Blood. Da geht es um einen Nebencharakter aus dem ersten Teil und zwar geht es um Kiel. Und Kiel war der beste Freund und Halbbruder des Prinzen aus dem ersten Teil und er bekommt jetzt seine eigene Geschichte, was ich ganz, ganz toll fand, denn ich fand Bird and Sword ja richtig, richtig gut. Oder Sword, ich weiß nicht, wie man Sword, Sword, whatever ausspricht. Ja, auf jeden Fall Queen and Blood erscheint am 27.07. und ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. Kiel von Hierro kannte seinen Platz, Soldat, Krieger der Krone, Bastardbruder des Königs und war damit zufrieden. Doch seitdem er seine Gabe als Heiler erkannt hat, ist die einfache Ordnung seiner Welt aus den Fugen geraten. Als er eine junge Frau sterbend in der Wildnis findet, rettet er ihr mit Hilfe seiner Kräfte das Leben. Die geheimnisvolle Sascha, die nichts über ihre Vergangenheit weiß, hält sein Herz zum ersten Moment an in ihren Händen. Ganz gleich, wie sehr er sich dagegen wehrt. Doch als Saschas wahre Identität ans Licht kommt, droht ihre Liebe an der Wirklichkeit zu zerbrechen. Und ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Ich möchte den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Wie gesagt, der erste hat mir richtig, richtig gut gefallen letztes Jahr. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon auf Queen and Blood. Das nächste Buch wäre dann der letzte Teil der Romance Elements Reihe von Brittany C. Cherry. Und zwar ist das Wie die Erde um die Sonne. Das ist der vierte und letzte Teil dieser Reihe. Und ich freue mich da schon so mega drauf. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Eine Liebe wie nicht von dieser Welt. Graham und ich waren nicht füreinander bestimmt. Doch hatten wir zusammen unsere höchsten Höhen erreicht und waren zusammen in die tiefsten Tiefen hinabgestürzt. Seine Luft war zu meinem Atem geworden, sein Boden war meine Erde. Die Flammen seines Herzens waren mein Feuer und seine Tränen mein Wasser. Sein Geist wurde zu meiner Seele. Und dennoch war nun der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Und mehr steht hier nicht zu diesem Buch und das finde ich richtig, richtig gut. Also diese Geschichte verrät nicht wirklich viel über die Geschichte. Also es scheint ja um ein Pärchen zu gehen, was vor der Trennung steht. Und ich finde, es klingt einfach vom Ansatz her ganz, ganz toll. Und jeder, der Brittany C. Cherry kennt und liebt, so wie ich, der weiß, dass da bestimmt eine ganz, ganz tolle Geschichte dahinter steckt. Und ich freue mich schon so auf dieses Buch. Oh mein Gott, ich bin so happy, wenn es erscheint. Hihihi. Das nächste Buch ist auch von einer Autorin, von der ich schon ein paar Bücher gelesen habe, wo ich die Bücher auch unheimlich gerne gelesen habe. Und zwar ist das Idol von Kristen Callihan. Das ist der erste Teil der VIP-Reihe und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Er ist ein Rockstar, die Welt liegt ihm zu Füßen, doch er will nur sie. Ruhig, unaufgeregt, zurückgezogen, so würde Lily Bell ihr Leben beschreiben. Doch das ändert sich, als sie eines Morgens einen fremden Typ in ihren Vorgarten findet. Killian ist sexy und charmant und ihr neuer Nachbar.
Obwohl Libby sich nach dem Tod ihrer Eltern geschworen hat, niemanden mehr an sich heranzulassen, berührt Killian ihr Herz auf eine ganz besondere Art und Weise. Was Libby nicht weiß, sie ist drauf und dran, sich in niemand anderes als Killian James zu verlieben. Leadsänger und Gitarrist der erfolgreichsten Rockband der Welt. Und das klingt nach einer richtig tollen Rockstar-Geschichte und ich mag ja Rockstar-Geschichten im Großen und Ganzen. Also es gibt welche, die sind richtig kacke und es gibt welche, die sind richtig gut. Ich sag nur die Mayhem-Reihe von Jamie Shore oder auch die Rockkiss-Reihe von Nalini Singh. Das sind so zwei Reihen, die ich abgöttisch liebe bei Rockstar-Reihen. Und Kristen Callihan, wie gesagt, ich habe von ihr die Game On-Reihe gelesen und auch die The Darkest London-Reihe und ich fand beide Reihen unheimlich gut. Und ja, ich gehe davon aus, dass Idol mir auch gefallen wird und freue mich da schon sehr drauf. Tihihi. Freut euch mit mir. Yay, Idol, wuhu. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das Crown of Lies. Ich habe gerade vergessen, von wem es geschrieben wurde. Auf jeden Fall ist das der erste von zwei Teilen auch wieder. Und ja, ihr seht ja hier das Cover und dann seht ihr ja auch den Namen der Autorin. Ich habe es vergessen aufzuschreiben. Entschuldigung. Und ja, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Sie ist jung, sie ist reich, sie ist mächtig. Doch sie lebt in einem goldenen Käfig und kennt keine Freiheit und keine Liebe. 3 Jahre zuvor brach Noelle Charleston aus ihrem goldenen Käfig aus, tanzte in New Yorks Straßen und verlor beinahe ihr Leben, bis ein unbekannter Fremder auftauchte und die reiche Kaufhauserbin rettete. 3 Tage, seit sie Penn Everett ihren Drink ins Gesicht schüttete und sich in seinen Armen wiederfand, seine verführerische Stimme im Ohr, die ihr ein unwiderstehliches Angebot machte. 3 Stunden, um ihn hassen zu lernen, da er so viele Dinge vor ihr verbirgt. Der geheimnisvolle Geschäftsmann kann unmöglich ihr Retter von damals sein. Und doch fühlt sich jede Berührung unendlich vertraut an. 3 Minuten, um ihm hoffnungslos zu verfallen. Und es gibt nichts, was Noelle mehr begehrt als diesen Mann. 3 Sekunden, um mit seinen Lügen ihr Herz zu stehlen und ihr Hoffnung, Vertrauen und Liebe einzuflößen. 3 Atemzüge, um sie mit der Wahrheit zu zerstören. Und ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Und ich habe mir Crown of Lies auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, für alle, die es interessiert, wie gesagt, erscheint auch mit am 27. Juli. Und ich finde, klingt einfach mega, aber Lux Verlag, ne? Ihr wisst, Lux Verlag, mein Tod und so. Ja, das nächste Buch, was ich noch auf der Liste habe, ist der 2. Teil der Sinners of Saint Reihe und zwar Twisted Love. Ich dachte eigentlich, das kommt im August raus, aber ich habe gerade nochmal geguckt. Es steht tatsächlich 27.07. Nicht nur beim E-Book, sondern auch beim richtigen Buch. Deswegen scheint es doch am 27.07. rauszukommen und ich freue mich mega darauf und ja, werde euch auch mal hier vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Vor 11 Jahren brach Dean Rosie das Herz, doch für eine 2. Chance ist es jetzt vielleicht zu spät. Rosie LeBron war ein Teenager, als sie Dean Cole zum ersten Mal begegnete. Es war Liebe auf den ersten Blick, doch Dean brach ihr Herz, als er sich nicht für sie, sondern für eine andere entschied. Nach 11 Jahren stehen sich die beiden nun erneut gegenüber. So viel hat sich verändert zwischen ihnen, so viel ist geschehen. Doch ein Blick in Deans Augen genügt und die Sehnsucht und das Verlangen sind wieder da. Viel stärker noch als damals. Dean ist fest entschlossen, Rosie davon zu überzeugen, dass er seinen Fehler bereut und dass sie zu ihm gehört. Für immer. Was er nicht weiß, Rosie ist krank. Sehr krank. Und für eine 2. Chance könnte es schon zu spät sein. Und jeder, der den 1. Teil der Sinners of Saint-Reihe Vicious Love gelesen hat, weiß, was es mit den beiden auf sich hat, genau, denn man erfährt das im 1. Teil schon. Man erfährt, wer die andere Frau ist und wie er sich verliebt hat. Man erfährt, was Rosie für eine Krankheit hat, was da alles so dahinter steckt. Und ich bin schon ultra gespannt auf die Geschichte und ich freue mich jetzt schon mega, da auf jeden Fall weiterzulesen. Und ja, bin da schon sehr, sehr gespannt drauf auf den 2. Teil der Sinners of Saint Reihe. Und ein Buch habe ich jetzt noch und dann sind wir auch schon fertig mit diesem Video. Und damit wären wir beim letzten Buch, was ich euch zeigen möchte. Ich habe gerade gesehen, bei diesem Buch steht auch auf einmal da, dass das Produkt derzeit nicht verfügbar ist und man es nicht mehr vorbestellen kann. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob da das Datum vielleicht auch nochmal verschoben wurde. Es steht hier auf jeden Fall noch der 27.07. drin. Deswegen lese ich euch auch einfach mal vor, worum es in Das Mädchen, das verschwand, geht. Ihre Geschichte ist nur die halbe Wahrheit. 2 junge Mädchen verschwinden spurlos, doch selbst eine groß angelegte Suchaktion der Polizei findet keinen Hinweis auf ihren Verbleib. Die Hoffnungen, eins der beiden Mädchen noch lebend zu finden, sinken immer weiter, als eines der beiden plötzlich wieder auftaucht. Megan verarbeitet ihre düsteren Erfahrungen daraufhin in einem Buch, das zu einem Bestseller wird und ihr zu Ruhm und Reichtum verhilft. Doch wie ein Schatten liegt das Verschwinden des anderen Mädchens Nicole über dem Ganzen. Auch Megan weiß nichts über deren Schicksal. Nicoles Schwester, die Forensikerin Livia Cutty, will nun herausfinden, was geschehen ist. Alles deutet auf einen Serientäter hin, der noch grausamer agiert, als Livia es sich vorstellen kann. Und je tiefer sie gräbt, desto deutlicher wird, dass der wahre Schrecken darin liegt, genau das vorzufinden, was man auch erwartet.
Und ich finde, das klingt richtig, richtig spannend. Und ja, das Mädchen, das verschwand, wie gesagt, erscheint rein theoretisch auch am 27. Juli. Aber ob es stimmt, ich weiß es nicht. Und damit wären wir auch am Ende meiner Neuerscheinungen für den Juli. Wie gesagt, im Juli kommt auch schon einiges raus. Der August, September, Oktober wird nicht besser, was meine Liste betrifft. Das werden nicht mehr weniger Bücher jetzt in den nächsten Monaten. Und ja. Falls ich wie immer irgendwas vergessen haben sollte oder mir was durchgerutscht ist, wo ihr sagt, dass ich das unbedingt lesen sollte, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.